Und ich sage Hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu TSW. Schön, dass du wieder da bist. Wir haben jetzt hier gerade die Generatoren wieder zum Laufen gebracht auf dem Flughafen, haben hier eine Nebenquest, die uns sagt, irgendwas passt mit dem Alice Hill nicht so ganz. Das ist anscheinend nicht der echte, dem sollen wir auf den Grund gehen. Wir müssen sowieso nochmal zu ihm zurück, denn er hat noch eine Quest. Aber bevor wir das machen, möchte ich jetzt erst ein paar Punkte verteilen. Ich hatte ja gesagt, ich mache erst die inneren. Ich werde jetzt hier das Sturmgewehr ein bisschen weiter skillen. Mal gucken, wie weit wir da mit unseren Punkten kommen. Und sollte es dann einigermaßen reichen, ich glaube, dann würde ich es vielleicht auch mal ausrüsten. Dann kann ich euch ein bisschen zeigen, wie das sich mit dem Sturmgewehr spielt. Das macht nämlich auch echt Spaß. Das, was wir da haben, ist, ich habe noch eins im Inventar. Ich glaube, das ist sogar QS2. Also das ist auf alle Fälle in Ordnung. Ja, da fehlt uns jetzt dann noch Punkte für die Elite. Das macht aber nichts. Wir müssen hier allerdings jetzt in das Sturmgewehr auch noch ein paar Pünktchen stecken. Und das stecken wir hier. Ach, da haben wir sowieso ein paar. Da können wir in Heilung auch stecken und in Schaden. Und nochmal in Heilung hinein damit. Vielleicht möchten wir ja irgendwann mal auf Lead Shield gehen. Dafür ist nämlich das Sturmgewehr wirklich gut geeignet. Wir basteln uns da. Das, was ihr im Hintergrund tapsen hört, ist übrigens mein Hund. Wir basteln uns da dann mal ein Deck zusammen. Jetzt gehen wir erstmal zu Alice Hill weiter. Oder wieder zurück vielmehr. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie kann man denn von hier dahin? Ach du liebes bisschen. Also wir müssen auf alle Fälle da hoch und ich bin nicht so der große Springer. So. Na, das hat doch gereicht. Jetzt hier rüber. Und dann gucken wir doch mal. Da sollen wir jetzt dann auch nach Hinweisen gucken. Der Hund, den ich hier habe, das ist übrigens, der sieht auch so von einer Fellfärbung aus wie ein Dobermann, nur das Fell ist etwas länger. Und da wir Laminat hier haben, hört man natürlich jeden Fußtritt, den der Hund macht. In der Nähe von Alice Hill nach Hinweisen suchen. So, da haben wir jetzt eine Schaufel. Die benutzen wir mal. Die Quest machen wir dann zwar nicht jetzt, aber dann haben wir das. Wir sollen dann diesen Drecksspuren folgen. Das werden wir tun, allerdings nicht jetzt. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was der ominöse, vielleicht nicht ganz echte Alice Hill hier für uns hat. Und die Quest heißt nur Rauschen. Hier kommt wieder meine übliche obligatorische Warnung. Diese Quest ist eine Investigationsmission, die ich jetzt auch komplett machen werde. Jeder, der diese Quest selber lösen möchte, sei einfach besser beraten, jetzt hier dieses Video auszuschalten und in einem anderen Video von mir einfach weiterzugucken, denn hier wird es einfach die Lösung ganz viele Spoiler geben. So, und jetzt genug, jetzt gucken wir uns an, was er will. Na komm schon, du Schrottteil. Wir beide haben was zu erledigen. Hab's dich gar nicht gehört. Scheiße. Meine Sinne stumpfen hier drin ab. Die Typen draußen bewegen sich alles andere als leise. Genau wie ich. Ein tote Schädelspalten hält mich in Form und bei Verstand. Ein Mann muss wenig Gesellschaft vertragen. Und das Alleinsein. Sagen Sie, waren Sie in der Stadt? Gibt's draußen Empfang? Polizei, CB? Oder den LPFM-Gospel-Kanal, ganz egal. Nein, nur Rauschen. Nicht mal das Ergebnis vom Red Sox-Spiel. Wir sind weg vom Radar. Also sitze ich hier und schaukel mir die Eier und höre Rauschen. Wie gesagt, tot. Rauschen. Mit dem Mast verschwenden sie nur Zeit. Das kriegt man mit Klebeband und einem Drahtbügel nicht hin. Nein, machen sie einfach nur ihren Job. Woanders. Na, was hat denn dieser gute Mann wohl anscheinend zu verbergen? Da wollen wir doch mal sehen. Wir sollen jetzt hier als erstes einen Funkmast finden. Da die Dinger ja relativ groß sind, dürfte das nicht so schwierig sein. Und dann schauen wir mal, dass wir den hier uns herauspicken. Mein Hund hat sich derweilen auch zu meinen Füßen hingekuschelt. Und wundert sich wahrscheinlich, was ich hier permanent und dauernd in dieses Mikro plappere. Da oben ist ein Funkmast. Wir gehen jetzt hier auch gleich mal hoch, die Leiter. Und wir sind anscheinend nicht die Einzigen, die diese Quest machen. Wir haben da oben steht noch jemand.
So, den Funkmast untersuchen, auch das werden wir natürlich machen. Sehr schön. Jetzt sollen wir die Seriennummer untersuchen. Das ist hier vorne dran. Auch das machen wir. Serien von der Orochi Group wieder, ne? Also die werden uns jetzt tatsächlich durch das ganze Spiel verfolgen. Die werden wir immer mal wieder finden, mit irgendwelchen Dingen in Verbindung zu bringen. Eine sehr ominöse Gruppe, diese Orochi Group. Ich schreibe mir jetzt die Seriennummer mal auf. Ich weiß gar nicht mehr, ob das bei der Quest wichtig war. Ich weiß, ich habe diese Quest nur einmal gemacht und ich habe diese Quest mit Hilfe von Krümel machen müssen. Ich das alleine nicht hinbekommen habe. Warum seht ihr dann später? Jetzt sollen wir erstmal Komponenten besorgen, um den Mast zu reparieren. Na los, sprinte, kleine Damaka, sprinte. So, und hier sehen wir schon, hier gibt's Klebeband, das nehmen wir mit. Wir nehmen jetzt erstmal alles mit, was wir hier finden können. Und was haben wir hier? Eine Batterie, nehmen wir auch mit. Was haben wir da denn noch? Ein Funkgerät. Ich nehme alles mit. Ich bin vollkommen schmerzbefreit. Ich nehme hier alles mit, was hier rumliegt. Altmetallteile. Ich habe noch nie einen Funkmast repariert, von daher. Ich weiß nicht, was man dafür braucht. Was ist das denn? Ein Drahtbügel. Auch den nehmen wir mit. So, jetzt haben wir. Ah, hier drinnen war, glaube ich, noch was. Na, wir sollten schon durch die Tür und nicht an der Tür vorbeigehen, ne? Eine Schaufel. Ja, ich nehme auch eine Schaufel. So, was ist das da unten noch? Klebeband haben wir schon. Ich glaube, das kann man nur einmal einsammeln auch. Ja, eine Leuchtpistole habe ich noch nicht. Nehme ich auch mit. Das Handfunkgerät haben wir schon eins eingesammelt. Was ist das hier denn noch? Ein kleiner Kassettenrekorder. Ja, auch das haben wir. Was gibt's denn hier noch? Eine Getränkedose haben wir, glaube ich, auch noch nicht eingesammelt, ne? So, Benzin? Haben wir schon Benzin? Also eine Batterie haben wir. Benzin weiß ich nicht genau. Ich nehme das mal mit. So, was gibt's hier denn noch? Altmetallteile haben wir. Eine Vakuumröhre haben wir, glaube ich, auch noch nicht. So, was gibt's denn noch hier? Einen kleinen Kassettenrekorder. Ich glaube, den haben wir schon. Ja, den haben wir. Einen Kleiderbügel haben wir auf jeden Fall. Dann gucken wir mal weiter, was wir sonst noch. Kann man die Leiter hoch? Nee. Ach, das ist gar keine Leiter. Das ist eh ein Regal. Okay. Ah, da sind die Orochis. Denen sollten wir nicht unbedingt zu nahe kommen. Wir gehen mal hier hinten lang. Die sehen das nicht so gerne, wenn man bei denen rumschnüffelt. Das haben wir ja nun auch schon am eigenen Leib erfahren. Gucken, ob man in die Halle auch rein kann. Ich vermute mal, ja. Aber wir gehen hier von hinten. Schleichen wir uns daran. So, was haben wir hier denn noch? Eine Getränkedose haben wir schon. Kleiderbügel haben wir. Leuchtpistole haben wir. Kassettenrekorder haben wir. Handfunkgerät haben wir. Na, wie viel? Vakuumröhre, Batterie, das haben wir doch alles schon hier. Kassettenrekorder. Ha, das Zeug haben wir hier alles, glaube ich, schon. Haben wir das jetzt hier im Inventar oder was? Wie viele Teile haben wir denn? Ach du meine Güte, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich glaube, das waren 13 Teile, die man finden musste. Ich weiß das aber auch nicht mehr, hundertprozentig. Ja, wir gucken einfach mal. Getränkedose haben wir, glaube ich, auf jeden Fall. Ja, Getränkedose haben wir. Ich lasse das Inventar jetzt mal auf, dann kann ich das besser sehen? Kleiderbügel haben wir, sehe ich. Leuchtpistole haben wir doch auch, ne? Benutzt in nur Rauschen, ja. Das ist auf alle Fälle richtig. Kleiner Kassettenrekorder, den haben wir. Was ist das? Die Vakuumröhre? Ein Walkie-Talkie, ja. Ich glaube, hier ist nichts mehr für uns zu finden. Das können wir natürlich mal gucken. Vielleicht reicht das auch schon. Das ist immer nicht so einfach hier. Das sind die Altmetallteile, die haben wir eingesammelt. Ich gucke hier nochmal durch. Die Schaufel haben wir, Klebeband haben wir. Also hier steht auch alle möglicher Krempel rum. Ich weiß jetzt wirklich nicht genau, ob uns noch was fehlt oder nicht. Wir könnten jetzt natürlich mal schauen. Es wäre durchaus denkbar, dass wir damit jetzt schon zurückkehren können, weil man ja nicht immer unbedingt die Hinweise bekommt bei der Quest, wenn irgendwas aktualisiert ist. Wir laufen jetzt mal zurück und gucken mal, ob wir das Ding schon repariert bekommen. Mal sehen. So. Wir gehen da mal hoch und schauen einfach mal,
die Questanzeige sagt aber nein. Also ich denke tatsächlich, uns fehlt da noch irgendwas. Wir gucken aber mal einfach. So, ah ja, doch hat sich aktualisiert, hat doch gereicht, dann war meine Vermutung richtig, weil wir haben da jetzt ja zweimal geguckt. Ach, guck mal, da begleiten zwei Leute den Tango. Ja, das macht ihr richtig gut. Clever, das zu zweit zu machen übrigens. Gut, jetzt sollen wir hier den Mast untersuchen und jetzt wird's nämlich richtig tricky. Wir machen das jetzt mal und ihr werdet gleich sehen, was ich meine. So, ihr Schnuckis, der ein oder andere hat es bestimmt erkannt. Diese Nachricht ist eine Morsenachricht und diese Nachricht muss entschlüsselt werden. Und genau deswegen konnte ich das damals tatsächlich nicht alleine machen. Wir haben Gott sei Dank in der Gilde zwei Leute gehabt oder ja, haben da einfach Leute, die das Morsealphabet können und die uns das dann übersetzen haben können, weil ich das selber nicht hingekriegt habe. Ich habe das in den Foren verfolgt. Ich mache euch das auch noch mal an. So. Ich habe das in den Foren verfolgt. Ganz viele haben eine App dafür auf ihr Smartphone getan, um diese Nachricht zu entschlüsseln. Also das funktioniert auch tatsächlich. Ich weiß jetzt natürlich, was rauskommt. Gott sei es gedankt und gepriesen. Man kann die hier auch öfter abspielen, so ist nicht. Ja, und der Code besagt Drop Location 712 536. Wie gesagt, ich weiß das auch nur, weil mir dabei jemand geholfen hat. Das ist hier. Ich markiere mir das hier jetzt auch mal und kann da Wegpunkte setzen auf seine Karte. Und da schreiben wir uns hin, nur Rauschen. Dann wissen wir, da müssen wir hin. Huch, Rauschen. So. So, denn ohne App und oder ohne jemanden, der das Ganze, den Code auflösen kann, ist es nicht machbar. Also es ist einfach nicht machbar. Als ich das erste Mal hier vorstand, ich habe ja graue Haare gekriegt, ich habe so graue Haare gekriegt. Oh mein Gott, weil ich das wirklich richtig schwer fand. Also wenn man kein Morsealphabet kann, ist man da irgendwie in den Hintern gepiekst, würde ich mal vorsichtig sagen. Na gut. Also hier nochmal danke an Krümel. Ich glaube, mit Krümel habe ich das damals zusammen gemacht. Falls du zuguckst, ne? Krümel, liebe Grüße an dich. Der kann das nämlich und der konnte dann dabei helfen. So, jetzt müssen wir hier zu diesem Ort gehen, der uns in dem Morsecode verraten wurde. Und wir sind nicht die Einzigen. Hier haben wir wieder unsere Dame in dem gelben Jogginganzug. Die stand da oben vorhin auch schon rum und hat wahrscheinlich enkodiert. So, und da sind wir. Und jetzt sollen wir. Oh, jetzt werden wir hier erstmal angegriffen von irgendwelchen. Ach du meine Güte. Ja, die machen wir jetzt erstmal kaputt. Eigentlich sollen wir eine Kiste aufmachen. Aber wir müssen uns jetzt hier erstmal diesen Phöniziern annehmen, die mit ihren lila Klamotten. Ich glaube, das waren die Phönizier. Ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube schon. So. Also bitte. Ne? Nicht mit mir. Nicht so. So, das gucken wir uns an. Die machen wir auf. Ups. Hilfe! Eine Quarantänebestie. Und wir haben sie freigelassen. Gott, wir sind aber auch. Nee, 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 nee. So nicht. Oh, die sieht aber auch nicht wirklich. Guckt euch das mal an. Also kein Wunder, dass die das Ding unter Quarantäne gesetzt haben. Erstmal hat die. Ah, die spuckt auch noch Schmutz nach. Einwandfrei. Na, das haben wir ja. Na, hoffentlich. Oh Gott, oh mein Gott. Die Augen sehen schon cool aus, ne? Muss ich ja mal sagen. Also, finde ich, sieht schon richtig, richtig cool aus. Ist echt nett. Oh, ganz viel Schmutz. Das sieht nicht gut aus. Wir müssen mal einen Trank nehmen hier. So. Na los. Jawohl. Seltsame Kiste benutzen. Ach, das war die Kiste, die hier vorher war. Nee, wir können da nochmal was benutzen. Nee, das war von vorher. Okay, also wir haben auf alle Fälle. Oh, jetzt erstmal hier raus, bevor wir Respawn kriegen oder so eine Scherze. Wir haben auf alle Fälle die Quest nur Rauschen abgeschlossen. Und senden jetzt dann auch gleich mal den Bericht. Und da schreibt die Kirsten.
Gute Arbeit, MacGyver. Jetzt weiß ich, wen ich anrufe, wenn mein Kabelempfang den Geist aufgibt. Ach übrigens, rufen Sie im Labyrinth niemals einen Wartungstrupp und stellen Sie sich niemals einem in den Weg. Sie sind zwar Problemlöser, aber wir reden hier nicht von Stromkabeln, sondern eher von Lösen menschlicher Probleme. Apropos menschliche Probleme. Falls jemand auf dieser Insel versagt, sollte dieser jemand innerhalb unserer Organisation zur Verantwortung gezogen werden können. Ungezügelte Elemente sind eher was für die Drachen. Und ich wette, die kippen sich jetzt deswegen literweise Saki hinter die Binde. Und wenn sie das nächste Mal auf diese Typen treffen, und das wird mit Sicherheit passieren, zeigen sie kein Pardon. Alles klar, Kirsten. Machen wir. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Break und machen dann weiter mit der Quest im nächsten Teil. Irgendwas ist mit Alice. Ich werde mich während dieser Pause dort wieder hinbegeben und dann sehen wir uns im nächsten Teil dort wieder. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag. Danke wie immer fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao.